Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und Kingdom Hearts Unchained X. Ja, ich habe eine Weile nicht gespielt, bin jetzt mittlerweile schon Level 58. Zumindest ich habe eine Weile nicht aufgenommen, aber gespielt habe ich trotzdem, und zwar so die täglichen Events und die täglichen Specials. Denn es gab jetzt zum Release des Kingdom Hearts 2.8 Trailers, gab es ein paar Events, wie das da oben, wo man ein paar Marken gewinnen kann, hier unten. Aber Paralysis und Dark Plant, achso, ja gut, bei Level 100, das schaffe ich noch nicht in einem Zug, beziehungsweise habe ich keinen mit Paralysis, und bei den Gegnern, die man dazu bekommen kann, bei den Mitspielern, da habe ich bisher noch keinen gefunden, der Paralysis hatte, und wenn, dann waren die Chancen irgendwie zu gering. Selbst bei mehrmaligen Versuchen hat es nicht geklappt. Momentan war auch immer wegen diesem Kingdom Hearts Event, ich glaube sogar bis gestern, bis 26. das kommt hin, hat jede Quest, die man gemacht hatte, nur noch ein AP gekostet. Dadurch konnte man theoretisch total durchrushen in der Story. Was ich aber nicht gemacht hatte, da ich ja das mit euch machen wollte. Jetzt ist gerade hier das neu, wo man jeden Tag eine Mission machen kann. Das kam gestern schon, aber irgendwie hatte ich da bei Event noch nichts dastehen. Und 200 Juwelen gewinnen kann, mit denen man sich dann immer schön neue Sachen kaufen kann, neue Karten, Booster Packs. Na gut, dann mache ich mal weiter mit der Story. Wir waren ja zuletzt hier angekommen, und es ging ja darum, Puzzleteile zu finden, um das Gummijet, den Gummijet von Donald und Goofy zu reparieren. Und da haben wir in der Welt alle gehabt, aber es hieß ja, dass es auch in anderen Welten verstreut wurde, und deswegen haben wir jetzt uns auf den nächsten Weg gemacht und haben andere Welten bereist. So, und da komme ich jetzt nach Daybreak Town wieder. Alle Gegner in einem Zug besiegen, ohne Continue zu benutzen, durchspielen und 2000 Schaden in einem Hit machen. Tja, nehme ich mal das, weil da habe ich zwei Stärketypen mit drin. Nehme mir noch einen dritten Stärketyp mit rein. Power Type. Haha, das war schon über 2000. Und das ist auch schon unser Target. Ein Hit with no attributes. Attack Boost 2. Aber gut, bei dem brauche ich es ja jetzt nicht. Nur 2,7 Schaden gemacht. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich seine Attacke benutzt. Schwein gehabt. Das hat ordentlich Schaden gemacht mit über 6000. Damit habe ich jetzt aber auf jeden Fall alle drei geschafft. Oh, 150 und 10.000 Money. Und 10 Avatar Coins und ein Mythril Shard. Mythril Shards sind auch relativ selten. Ich habe das Gefühl, die kriegt man momentan nur für jede Quest. You got a strangely shaped gummy block. Ein Hinterhalt. There's darkness in this world too. Oh, ein Keyblade Wielder. Hiya, I'm Mickey. It looks like I took a surprise journey to a new world. Say, have you seen my friends Donald and Goofy? They would have appeared out of the sky just like me. Their ship was destroyed and you're helping them build it up. God, thanks.
guess it's a lucky thing I landed here. Oh, of course, I never would have made it without my two co-pilots. Chippa Chap! Your Majesty, remind me to show you how to use the brackets next time. Oh boy, that was exciting. Sorry, Ship. Sorry, Dale. It's just that I was in a hurry. Now I gotta go look into something. Fellas, would you two go and give Donald and Goofy a hand? Just follow our new friend. Say, Paul, would you show them the way? Thanks. We're right behind ya. Wait for me. So, it wasn't the star shot that led me here. What exactly is going on? Sehr gut. Ein Raid-Boss ist aufgetaucht. Und das ist ganz praktisch, da ich... Two Hits. 13 Hits. Oh, aber der hat 7600. 7600 und seine Two Hits machen Schaden 1,59 bis 2,4. Und seine? Oh, macht mehr Schaden, dafür 13 Hits. Ich glaube, da ist er stärker. Das ist ganz praktisch, weil vor der Runde habe ich die Event-Quest gemacht. Weil da gibt es ja jeden Tag welche. Damit wollte ich jetzt nicht meine Aufnahme vollhauen. Und dadurch war jetzt meine AP schon wieder auf weniger als die Hälfte runter. Und das habe ich gar nicht gesehen, weil ich immer noch davon ausgegangen bin, dass AP nur 1 kostet. So, sie macht mal direkt einen Wurf auf irgendwas, weil ich brauche erstmal einen, der fertig ist, damit ich einen zusätzlichen Zug habe. So, 13 Hits auf nur ein so ein Ding verschwenden wäre jetzt auch kacke. Deswegen mache ich erstmal so. Okay, ich denke, jetzt kann ich einfach so... Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich so machen. Okay, das nächste Bein ist weg und dadurch ein zusätzlicher Zug. So, jetzt will ich mal seine Fähigkeit angucken. Und es geht auf ein Tage, das habe ich mir ja fast gedacht. Und ich mache nur 500 Schaden, das klingt ein bisschen wenig. Vermutlich, weil die anderen Körperteile noch da sind. Ich hoffe es zumindest. Weil sonst wird 3 Runden knapp. Wobei 13 Hits bei 500 noch was, sind ja auch, ja, 550, sind ja auch über 6.000, 7.000. Na, ich guck erstmal, wie weit ich komme. Ansonsten kann ich im letzten Zug ja noch was rausholen. Das Schöne ist, dass ich durch einen Raid Boss so viel Erfahrung kriege, dass ich 100 pro im Level absteige. Und dann wieder voll AP habe. Jo, das sieht gut aus. Okay, jetzt brauche ich einfach nur angreifen. Hat der erste schon gereicht. Hätte ich vielleicht gar nicht machen brauchen, letzte Runde. Tada! Fast genauso viel Erfahrung wie ich. Das nächste Level brauche ich wie letzte Runde. Letztes Level. Also ein komplettes Level habe ich bekommen. So, jetzt ist das Inventar schon wieder voll. Das geht doch echt zu schnell momentan. Ich versuche mal von jeder einer zu haben. Damit das Inventar von jedem Typ 3 Stück. Damit das Inventar nicht ganz so voll ist. So, jetzt kommen wieder Full-Level ohne Story-Inhalt. Alle Gegner in einem Zug. 2 oder mehr Spezialfähigkeiten benutzen. Und ohne wieder zu beleben nochmal machen.
ohne wiederzubeleben durchspielen. Hier, da sind nur einzelne Gegner. Das ist aber selten. Oh, ich muss ja noch eine Spezialfähigkeit anwenden. Okay, das ist das große Gebiet. Na, mache ich mal vorsichtshalber. Wobei der Boss wird ja wohl hoffentlich nicht mit zwei Zügen K.O. sein. Aber jetzt bin ich auf Nummer sicher. Das war so klar. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich den noch tot kriege. Deswegen mache ich mal sicherheitshalber so. Das ist so stark, ey. 6-mal über 1000 Schaden. 6-mal? 7-mal sogar. 7-7. Okay, ich kam auch nicht dran vorbei gerade. Das war, glaube ich, knapp. Aber mich nervt echt, dass man jedes Level 10 Mal macht. Aber gut, es soll ja im Browser-Game-Design gehalten werden. Aber trotzdem. Da hätte ich gern mehr Story und weniger Wiederholungen. Da kommt wieder was. Alle Gegner in einem Zug besiegen. Oh, dann könnt ihr wieder. Treasure Truth. Aber habe ich, glaube ich, sowieso. Ja. 7.500 fast. 7.500 meine ich. Don't forget, if you see any gummy hurdles, that means there are still more blocks to find. You gotta search real carefully on the way to the waterfront park. Und jetzt genau das Gegenteil, letzte Runde nur einzelne Gegner. Und jetzt gleich ein Vierer-Top? Nee. Sieht stark aus. Aus diesem Grund mache ich auf jeden Fall Fähigkeiten. Ist so das schwache Attribut. Ah, 7x2. Naja. Hui. Zum Glück hat es damit geklappt. Ich habe jetzt auch herausgefunden, dass es irgendwo eine Möglichkeit gibt, normale Items anzugucken und zu verkaufen. Weil gerade durch das viele Trainieren und Nebenquests nebenbei machen, habe ich ja extrem viel schon gesammelt. Das kann man fürs, wenn es Money alle geht, auch mal benutzen. So, alle Gegner im Zug besiegen. Einmal die Spezialfähigkeit einbenutzen und den Unsichtbaren in zwei Zügen besiegen. Der hat 7 Hits und Attack Boost. Attack All Boost. Der 6 Hits ist aber stärker. Da ist ein geheimes Fenster. Wahrscheinlich ist hier der Invisible drin. Ne? Ich hatte recht.
Aber es sieht gerade schlecht aus. Außer er reißt es jetzt. Oh nein. Schade. Schade, schade, schade. Ach scheiße, es hieß doch zwei Züge, also habe ich es ja doch geschafft. Aber hätte ich das gewusst, oder ich wusste es ja, hätte ich daran gedacht, dann hätte ich nicht so viel in meiner Spezialleiste verbraucht. Ich hoffe, ich kriege die noch voll bis zum Boss. Bei dem muss ich auch in einem Zug besiegen. Vor allem Defeat the Invisible in zwei Runden, aber All Enemies in One. Das heißt, in All Enemies in One werde ich wahrscheinlich dadurch nicht erfüllt haben. Naja, wir werden es ja sehen. Ja, schade. Dabei hat er echt nicht viel gefehlt. Outlaw-Titel bekommen, weil ich 300 Objekte aufgesammelt habe. So, da ist die nächste Videosequenz. Alle Gegner in einem Zug besiegen, 10 oder mehr Gegner besiegen und 2000 Schaden in einer Runde mit einem Schlag machen. Nee, das Grüne nehme ich dann nicht. Dann bleibe ich beim Roten. Ich mag Aqua. Kupo, I've collected lots and lots of gummy blocks for my new business, Kupo. What? You're collecting them too? I'm gonna beat you at this game, Kupo. Jetzt haben wir auch noch einen Mokri als Feind. Oder Konkurrenten, besser gesagt. Ich würde einen Mokri niemals als Feind ansehen. Da brauche ich jetzt gar nichts machen. Okay, wir sind bei fast 19 Minuten, deswegen mache ich hier erstmal einen kleinen Break und wir sehen uns gleich bei der nächsten Folge wieder. Tschüss!